Der Thorsten wartet auch schon. Ja. Und da ist er ja schon. Zusammen oder ist es nur der Thorsten jetzt? Nur der Thorsten. Hi. Die Silke lässt sich leider entschuldigen, da auf dem Dorf gibt es ein paar Internetprobleme, nennen wir es mal so, seit ein paar Tagen. Heidenrot. Hoppa. Ja, JWD könnte man auch sagen. Genau, ganz weit draußen. Das sagt der Thorsten, ja? Der in Grolsheim wohnt, oder? Ja, richtig. Also ich bin auch dankbar, dass es heute läuft. Auch JWD, genau, 40 Kilometer weg. Aber bis jetzt ist es stabil. Toi, toi, toi. Lass uns loslegen. Der Max hat mir ja schon 5 Minuten geklaut. Ja? Damit ich nicht störe, gehe ich kurz mal ums Eck. Okay, Thorsten, du erzählst uns was über das Open Office. Genau, jetzt hat der Adil Glück, denn ich wollte euch beide eigentlich, ich wollte beim Mobbing weitermachen und wollte euch beide in die Pfanne hauen, indem ich sage, naja, beim Open Office starten wir ja immer mit einer Büroführung. Der kommt mit zurück den gerade. Ah, er kommt zurück. Und dann wollte ich nämlich sagen, die beiden seid doch gute Kandidaten, um einfach mal so 4 Unternehmenswerte rauszuhauen. Ja, das ist der perfekte Stichwort. Okay, also der Adil hat es schon verzockt. 4 Unternehmenswerte. Wie viel Zeit habe ich denn? Also 15 Sekunden. 15 Sekunden, oh, das ist aber verdammt kurz. 15 Sekunden brauche ich ja überhaupt, um meine Rede überhaupt vorzubereiten. Also was wir auf jeden Fall mal haben, ist den Wert Transparenz. Also we're generous with our knowledge, because we've got plenty of it. Schwierig, weil der Punkt heißt eigentlich Offenheit. Ah, okay. Das heißt, du willst auch noch, dass ich ihn sozusagen korrekt aufsage, so wie in der Schule. Ja, so mache ich das normalerweise mit den Newbies oder ich prüfe das bei der Büroführung oder bei den Open Offices immer mit den Teilnehmern, aber der Transparenz, Offenheit lasse ich mal gelten. Ich helfe dir mal ein bisschen, wir haben ja noch Eigenverantwortung, Teamwork, Fairplay und so weiter. Charakterstärke haben wir, das finde ich zum Beispiel noch sehr gut. Ja, also wir machen nicht einfach, was der Konzern will, sondern wir denken selber mit. Pragmatismus haben wir neu aufgenommen. Weil wir gerne nicht diese verkopften und bürokratischen Lösungen, sondern wirkliche, gute, die auch im Leben funktionieren, machen wollen. Das gehört vielleicht, das Charakterstärke und Pragmatismus gehört vermutlich auch zusammen. Atlassian nennt das Win as a Team. Also wir sagen, wir gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen. Ich finde das auch besser mit dem Verlieren, weil es einfach auch realistischer ist, dass man auch mal verliert. Ja, da funktioniert die Technik mal nicht. Irgendwie hält man den Zeitplan in einer Konferenz nicht ein. Das gehört halt einfach mit dazu. Und da müssen halt alle, auch wenn sie vorher gesagt haben, ihr müsst drauf aufpassen, dass der Seibert nicht so viel redet. Und dann müssen sie halt trotzdem mit durch und gucken, was wir jetzt mit dem Lagging Timetable machen. Ja? Genau. Vielen Dank. Danke für die Unterstützung. Dann kommen wir mal zurück zum Thema. Beim Open Office wollen wir genau diese Werte auch zeigen. Das ist jetzt in der aktuellen Situation ein bisschen schwierig, weil wir ja nicht durchs Büro laufen können. Mhm. Aber es normalerweise virtuell, oder? Jetzt seit März irgendwie. Nochmal bitte? Es gibt doch ein virtuelles Open Office inzwischen, oder? Genau. Wir können halt nur nicht physisch durchs Büro laufen. Hier und da, in den ersten paar Monaten haben wir es auch so gemacht, dass wir mit der Kamera durchs Büro gelaufen sind und haben das dann auch live gezeigt. Das war natürlich technisch ein bisschen herausfordernd. Hier und da hatten wir immer mal das Glück, dass eine Kollegin oder ein Kollege einfach das Handy angemacht hat, wenn sie im Büro waren und sind schnell mal durchs Büro gehuscht und haben das während dem Open Office auch gezeigt. Das war natürlich total spannend, um das auch zu sehen. Viele der Teilnehmer beim Open Office, die sind ja vorher schon geflasht, wenn sie ganz viele Informationen auf den Webseiten lesen und sich dann auch fragen, hey, das kann doch gar nicht sein, dass es so ein Unternehmen gibt. Und das wird dann immer ganz deutlich, wenn man durch diese Büroräume auch läuft und dann auch Leute sieht und die dann direkt auch fragen kann. Die Teilnehmer, die sind uns eigentlich egal, aus was für einem Grund die da sind. Natürlich sind es meist solche, die im Bewerbungsprozess sind oder kurz davor und sich davon vergewissern wollen, dass das wirklich auch live so ist, wie das da auf den Webseiten steht. Und das ist natürlich eine ganz, ganz große Chance für uns, die Leute zu überzeugen, dass wir auch wirklich so arbeiten. Wir sagen beim Open Office immer ganz ehrlich, naja, ihr müsst es selbst machen, um das dann auch zu bestätigen, weil wir können euch auch beim Open Office irgendwas erzählen, aber die merken dann schon, wie offen wir sind, was zu dem Punkt Offenheit passt
Und da lassen wir einfach alles zu. Wir sagen auch eigentlich immer, das Open Office ist ein umgedrehtes Bewerbungsgespräch. Wir als Unternehmen zeigen oder erzählen alles zu Cybert Media, was die Leute wissen wollen. Ob die über Gehälter reden wollen, über den Alltag, ob sie ihren Hund mit ins Büro bringen können, wo die Massagen stattfinden, ob wir wirklich ein Bällebad haben, wie wir arbeiten, was für Kunden wir haben und so weiter und so fort. Wollt ihr das so ein bisschen in eine bestimmte Richtung lenken? Sonst erzähle ich einfach weiter. Ja, mir kommt gerade die Frage, ob es Leute gibt, die von bestimmten Dingen enttäuscht sind, wo du das Gefühl hast, Mensch, da könnten wir noch besser werden. Oder vielleicht auch andersrum, was sind so Dinge, die die Leute total begeistern, die sie gar nicht erwartet haben? Ja, das wäre mein Fazit gewesen, was wir am Ende immer machen. Was ist die Begeisterung von den meisten? Wir machen immer ein Blitzlicht am Ende, nicht um irgendwie einen Schulterklopfen zu bekommen, sondern eher so, wie können wir noch besser werden? Und da ist es so, die Leute sind immer total überrascht, wie offen und wie detailliert wir in Dinge gehen. Da passt immer ganz gut die Frage dazu, weil wir auch viel über Gehälter reden. Das wäre gleich das nächste Thema. Und dann sage ich immer, wollt ihr wissen, wie viel ich verdiene? Und dann gucken die mich an und dann so erstmal so, hey, wie, du willst mir jetzt erzählen, was du wirklich an Geld bekommst? Und dann sage ich, ja, die Zahl kann ich gerne nennen, ist überhaupt kein Problem, weil wir da intern auch keine Probleme haben. Und das ist auch das nächste Ding, wenn wir in dem Raum sind, in dem pinken Brombeerenraum, wo die Leute am meisten geflecht sind, wo wir die Leute immer rausdrücken müssen und die wollen eigentlich stundenlang darüber reden, über Geld. Wie kommen die Leute zu Geld? Wie wird entschieden, wer was bekommt und so weiter? Das sind Themen, wo die Interessenten immer ganz viele Fragen stellen und sich das auch nicht vorstellen können. Auch wenn wir auch aus anderen Unternehmen, manchmal beim Open Office kommen auch Mitbewerber, die dann sagen, oh, wie cool, wir sind hier aus vielleicht einer Agentur oder einem anderen Internetunternehmen. Und dann sagen die, wir haben gehört, wir dürfen bei euch mal in die Büroräume reingucken, auch wenn wir keinen Job von euch wollen. Dann sagen wir, ja, kommt ruhig mal mit. Das sind mir so die liebsten Kandidaten, weil die halt auch so die richtig ketzerischen Fragen dann stellen, ja, und funktioniert es wirklich und haut ihr euch da nicht die Köpfe ein, wenn ich über Adils Gehalt rede, wenn wir in einem Team wären, ja, ist der da nicht sauer, wenn ich sage, nee, du hast die Gehaltserhöhung nicht verdient, sondern die soll eher die Alma kriegen oder sonst irgendwas. Und das muss man natürlich selbst erleben und das ist immer total spannend. Das ist intern sowieso ein spannendes Thema, weil wir ja fast jährlich diesen Prozess wechseln und das erzählen wir anhand von verschiedenen Gelegenheiten, sei es da diesen pinken Raum, wer schon mal eine Büroführung mitgemacht hat, der wird den direkt erkennen, wo wir so einen Zahlenstrahl jetzt jahrelang dran hatten. Das ist so ein Knotenpunkt. Das andere ist, dass wir sehr detailliert vom Alltag reden und diejenigen, die im Bewerbungsprozess sind, die wollen das natürlich wissen. Wie läuft denn das ab, wenn ich morgens hinkomme? Wie sieht mein Tag aus? Habe ich dann Daily Stand-up? Sitzt jemand neben mir, der mich auch bei administrativen und fachlichen Fragen unterstützen kann? Werde ich direkt ins kalte Wasser geworfen? Wie sind die ersten Tage, Wochen, Monate? Was für Prozesse sind da? Und da gehen wir sehr detailliert ein, sodass diejenigen, die im Bewerbungsprozess sind, sehr gut vorbereitet sind für ihre ersten Tage. Thorsten, wie lange bist du schon bei Cybert Media? Ich bin jetzt im 19. Jahr bei Cybert Media. Im nächsten Sommer habe ich 19 Jahre. Beim Open Office stelle ich mich immer so vor, hallo, ich bin Thorsten, ich bin eigentlich schon Inventar, ich bin kein Mitarbeiter mehr. Und der Thorsten muss die Inventarnummer 008 haben, weil ich habe nämlich die 007. Ja, ich habe ja vor fast 9 Jahren angefangen und woran ich mich da sehr gut erinnere, ist, dass ich der erste Teilnehmer des Open Offices war. Das Ach, heißt, im Ernst? Ja? Thorsten war der erste Mitarbeiter bei Cybert Media, den ich kennengelernt habe. Und ich war damals halt schon total überrascht, weil jetzt, wo ich ein bisschen gefestigt bin hier im Unternehmen, ich hatte mich nämlich nicht auf das Unternehmen vorbereitet, wusste gar nicht, was zur Sache ist, hatte mich einfach mal beworben und war dann total überrascht, genau, also was da so ist. Ich erinnere mich noch genau, wie ich gesagt habe, hä, das ist ja hier wie bei Google. Aber worauf ich hinaus wollte, Thorsten, was hat sich denn geändert jetzt in diesen 19 Jahren, in denen du da bist, was die Arbeit im Büro angeht bei Cybert Media? Ja. Also wir haben natürlich in den vielen Jahren die verschiedenen Methodiken, jetzt sind wir Scrum, Kanban oder Mischform daraus, die haben natürlich auch offensichtliche Veränderungen, nächster Unternehmenswert gezeigt, was das Räumliche angeht, wie wir da Boards aufgestellt haben, wirklich physische Boards, die wir dann beklebt haben mit Zetteln, das ist irgendwann digitaler geworden, wir haben immer noch unsere Boards, wir haben immer noch unser Stand-up, das ist auch alles digitaler geworden, übrigens nicht nur wegen der aktuellen Situation hier auf der Welt, sondern wir waren viel vorher schon digital. Das Arbeiten remote, jetzt haben wir ja eingeleitet, dass ich von ganz weit draußen komme. Wir haben regelmäßige Homeoffice-Tage schon vorher gehabt.
Das Arbeiten, was die Teams angeht, das hat sich sehr stark verändert in diesen 19 Jahren. In anderen Unternehmen würde man vielleicht Abteilungen sagen, dann kommt immer gleich so Ellenbogen und Rivalität. Das gibt es bei uns gar nicht. Da würde ich jetzt zum nächsten Punkt kommen. Hierarchie gibt es ja bei uns nicht. Deswegen haben wir da auch keine Herausforderungen untereinander. Wir haben vielleicht eher fachlich unterschiedliche Meinungen oder was die Prioritäten angeht, das schon. Was wir beim Open Office an der Stelle auch immer sagen, es sind jetzt nicht hier alle Best Friends miteinander, aber wir sind alle in einem sehr, sehr freundschaftlichen Verhältnis und das hilft uns beim Arbeiten halt ungemein. Das hört sich ja immer so ein bisschen künstlich an, Thorsten, wenn du solche rosaroten Bilder zeichnest. Ja. Vielleicht könnten wir mal kurz, ich weiß nicht, was sagt die Regie, haben wir noch eine Minute oder sowas? Ne? Lass uns mal über was Echtes reden. Ich ziehe euch mal böse in einen Konflikt rein. Und zwar, Malta, da wisst ihr schon, worum es geht. Ja? Also der Thorsten ist ein Homeoffice-Covid-19-Verfechter und sagt, lass uns alle zu Hause, bleiben, Social Distancing. Der Adil ist der Corona-Leugner. Quatsch. Der Adil und sein Team entscheiden, okay, wir fliegen zusammen nach Malta und machen da eine Woche zusammen Homeworking sozusagen. Mhm. Ja? Muss man auch dazu sagen, das ist im Sommer gewesen. Ja? Also gab keine Restriktionen, ja. Es gab keine Empfehlungen oder sowas von der Bundesregierung. Malta hatte wenige Zahlen, war kein Risikogebiet oder sowas. Daraufhin sagt der Thorsten, finde ich voll scheiße, Freunde. Also keiner kann reisen und ihr reist jetzt nach Malta in die Sonne. Ihr solltet mal schön im Homeoffice bleiben. Und, ist das Team im Homeoffice geblieben? Nein, wir sind trotzdem gereist. Ja. Aber wir haben ja auch die Diskussion öffentlich. Genau, vielleicht könnt ihr da mal kurz was zu sagen. Immerhin, also ich meine, jetzt vielleicht ist es auch jetzt nur, weil es gerade öffentlich ist, aber ich habe jetzt anschließend nicht den Eindruck gehabt, dass ihr euch in die Haare bekommen habt oder dass die Beziehung dauerhaft geschädigt wurde. Nee. Erzählt doch mal was kurz darüber. Ich würde mal gerne anfangen, weil ich habe ja darauf reagiert. Also es war im Microblog intern öffentlich quasi wurde das kommuniziert und ganz viele Kolleginnen und Kollegen haben darauf positiv reagiert und ich habe dann da gedacht, genau das, was der Martin gerade sagte, das finde ich eigentlich falsch. Jetzt muss man dazu sagen, ich bin leider ein bisschen grob motorisch veranlagt bei solchen Reaktionen und hätte, wie das der allgemeine Menschenverstand eigentlich sagt, eine Nacht drüber schlafen sollen und habe dann da auch reingepostet, das finde ich doof und hier sind irgendwelche Zahlen, die ich aber nicht selbst interpretieren kann aus Malta und so weiter und habe dann leider ketzerisch noch, glaube ich, drunter geschrieben, ist hier irgendwo die versteckte Kamera. Das war natürlich dann direkt nochmal so ein bisschen Öl ins Feuer geschüttet und der Adil hat dann darauf reagiert. Adil, jetzt hast du das Wort. Genau, also mich hatte praktisch gestört, dass Thorsten nicht das persönliche Gespräch direkt mit mir gesucht hatte, sondern direkt halt öffentlich reagiert hat, weil wir wollten ja in aller Transparenz dann einfach verkünden, wir sind jetzt auf Malta und selbstverständlich werden wir uns an alle Sicherheitsvorkehrungen halten. Und wenn wir zurückkommen, bleiben wir zur Sicherheit auch nochmal im Homeoffice und wir werden natürlich einen Corona-Test machen, was wir gemacht haben und wir waren zum Glück auch alle negativ oder sind negativ getestet worden. Aber ich glaube, die ganze Situation hat sich in dem Moment aufgelöst, als Thorsten dann zwei Tage später im Büro war. Da haben wir uns kurz zusammengesetzt, beziehungsweise wir haben kurz darüber gesprochen und alles war wieder im Reinen. Ich wollte es jetzt auch nicht sozusagen hier vor der Kamera im Internet irgendwie dazu bringen, irgendwelche Sachen nochmal auszugraben. Aber der Thorsten hat gerade eben so eine relativ lange, blumige Rede darüber, dass man, da gibt es dann keine Hierarchien und jeder kann alles sagen und so weiter. Aber es passiert halt tatsächlich auch, gell? Und dann wird sich halt auch gekappelt und die Leute diskutieren auch und anschließend kann man auch weitermachen. Und das ist etwas, was... Ich habe auch ein anderer Punkt. Wenn wir in der Retro sind, die Inga und ich, die Inga ist ja im Hintergrund so ein bisschen heute auch tätig, wer sie schon gesehen hat, wir haben halt manchmal auch eine unterschiedliche Meinung im Team und wenn wir dort in einem Meeting sitzen, dann vertreten wir sehr stark unsere Meinung. Das ist wie früher bei so einem Tennismatch in den 80er Jahren, wo die Leute, also die jüngeren Kollegen dann in dem Raum sitzen und links den Thorsten angucken und rechts die Inga angucken und dann geht das so hin und her. Anschließend nach dem Meeting gehen wir raus, Inga und ich. Ich übertreibe mal ein bisschen so Hand in Hand und so, oh, was essen wir denn jetzt gemeinsam zum Mittagessen? Was machst du heute Abend? Und hinter uns alle so, hä, ihr habt euch eben die Augen ausgekratzt. Wieso könnt ihr denn jetzt wieder mit? Das ist doch ganz, ist doch in Ordnung. Jeder darf doch bitte seine Meinung haben und die auch vertreten. Aber das muss doch nicht über den Raum hinausgehen. Ja, also das ist etwas, was mir total wichtig ist, dass wir quasi tatsächlich, es gibt ja dann immer in
in vielen Unternehmen so zwei Bühnen, also die Vorderbühne und die Hinterbühne. Und auf der Hinterbühne wird dann so ein bisschen intrigant geguckt, wer hat denn eigentlich welche Meinung, bin ich hier mit der Mehrheit, dann kann ich auf der Vorderbühne vielleicht auch noch ein bisschen prominenter auftreten. Und hier jetzt zum Beispiel bei diesem Malta-Beispiel haben halt alle ihre Meinung gesagt, dann auch andere vielleicht was dazu gesagt. Und anschließend war es halt so. Und vermutlich war dem Thorsten vorher auch schon klar, da habe ich eh keinen Einfluss drauf. Die werden das machen, was sie für richtig halten. Und offensichtlich hat es ja auch... Das wird man ja noch sagen dürfen. Dann, ja, alles gut. Thorsten, ich glaube, wir sind schon über 5 Minuten drüber. Hast also jetzt noch einen letzten Punkt, den du einwerfen kannst. Das ist aber gar kein Problem, weil der Thorsten ist auch gleich wieder in einem unserer Agenda-Punkt. Richtig, ich bin hier gleich wieder dran, aber... Ich nehme gerne den letzten Punkt mit. Das nächste Open Office, immer jeden dritten Freitag im Monat, ist am 18.12. Der Link heißt cyberbiz.com/openoffice. Kann ich gerne auch noch im Chat teilen, wenn die Leute das haben wollen. Einfach mal reingucken und gerne kritische Fragen mitbringen. Das freut mich am meisten. Und es ist auch virtuell aktuell, gell? Nichts, ist auch virtuell. Nichts physisch. Also könnt ihr einfach sozusagen mit euren Weihnachtsgeschenken euch da hinsetzen, ein bisschen zugucken und wenn ihr eine Frage habt, die reinwerfen. Je ketzerischer, desto lieber mag euch der Thorsten anschließend. Genau.